Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. An erster Stelle möchte ich erstmal allen danken, die das erste Video kommentiert haben und dies geliked haben. Und ich bin mega, mega happy über jeden einzelnen Kommentar und habe mich riesig gefreut, dass das Video so gut angekommen ist. Und ich hoffe, die nächsten Videos gefallen euch genauso gut. In dem Video zeige ich euch, wie ihr ganz einfach euch eine eigene Rail bauen könnt, mit der ihr im Sommer eure Tricks üben könnt oder neue Tricks lernen könnt, die ihr dann vielleicht im Winter mal ausprobieren könnt. Und es ist echt mega, mega easy. Also ihr braucht euch nicht diese teuren Rails im Internet kaufen. Ihr müsst einfach in den Baumarkt gehen und dort gibt es eigentlich alles, was man benötigt. Kommen wir schon dazu, was wir benötigen. Alles, was ihr dafür braucht, ist ein ganz normales Skateboard. So. Das war mein altes Deck von meinem alten Skateboard. Ist aber noch völlig in Schuss, würde ich mal sagen. Dann braucht ihr einen alten Fahrradschlauch. Den müsst ihr zerschneiden, dass zwei gleich lange Stücke bei rauskommen. Und zwar am besten messt ihr es an eurem Fuß ab. Und zwar muss es aufgeteilt werden in sozusagen zwei, drei Stationen. Also einmal, ihr startet hier. Dort bohrt ihr eben die Schraube mit dieser Platte rein. Dann legt ihr es einmal um euren Fuß drumherum. Es muss wirklich eng sein. Dann kommt hier nochmal eine zum Befestigen, eine Schraube mit der Platte. Und hier drüber, hier, muss sozusagen euer Fuß durch, der vordere. Da muss ein kleines Loch sein, aber es muss auch, wie gesagt, wirklich, wirklich eng sein. Das macht ihr dann hier genauso und dann habt ihr schon mal euer Skateboard fertig. Dann braucht ihr einfach ein Stück oder eine Stange Holz. Das kriegt ihr einfach im Baumarkt bei Obi oder bei Hornbach oder ja, was euer Lieblingsbaumarkt ist. Und dann eben einfach so ein Regenrinnenrohr. Das kriegt ihr auch im Baumarkt. Das ist auch wirklich nicht teuer. Ich glaube, ich habe für alles 15 Euro gezahlt. Und ja, Länge ist eigentlich ziemlich egal. Ihr könnt einen Meter nehmen, ihr könnt aber auch drei nehmen. Das ist ganz euch überlassen. Ich habe jetzt hier so circa, ja, ich glaube so anderthalb Meter ist das Rohr lang. Und das Holz ist eben länger, weil das nämlich noch auf Holzklötze draufkommt. Ja, und der letzte Teil sind einfach Holzblöcke. Ich hatte ursprünglich mal zwei von denen. Der zweite ist aber irgendwie verloren gegangen. Wahrscheinlich wurde der für irgendwas in irgendwas eingebaut. Ich habe jetzt die einfach noch Bretter übereinander gelegt. Solange sie ungefähr auf derselben Höhe sind, ist das völlig in Ordnung. Der erste Trick, mit dem ihr eigentlich auch anfangen sollt, ist der 50-50. Hierfür fahrt ihr einfach gerade auf die Rail drauf, springt ab und schaut, dass euer Gewicht einfach zentral über dem Snowboard ist. Der zweite Trick ist ein Lip Slide. Beim Lip Slide ist es ganz wichtig, dass eure Arme mitarbeiten. Das heißt, ihr fahrt auf die Rail drauf und habt eure Arme vorne. Beim Abspringen kommen die Arme dann nach hinten, dass euer Körper sich wieder gegendreht und der hintere Fuß, den dreht ihr eben nach außen und streckt ihn durch. Beim Frontflip ist es ganz wichtig, wie beim Lip Slide auch, dass eure Arme mitarbeiten. Das heißt, dieses Mal fahrt ihr mit den Armen von hinten an. Und dann beim Abspringen kommen die Arme nach vorne und der Kopf schaut zur Rail runter. Nun zeige ich euch 50-50 Backside 180 off. Das ist eigentlich auch ein ganz einfacher Trick. Ihr fahrt über 50-50 gerade an, schaut, dass keine Kante die Rail oder die Box berührt. Und dann dreht ihr einfach eure Schulter nach hinten, nehmt den Kopf ein bisschen mit und dann beim Lösen von der Rail springt ihr einfach ein bisschen weg und dann ist der 180 schon rum. Dasselbe beim Frontside 180, 50-50 Frontside 180 off. Das heißt, ihr fahrt wieder 50-50 auf die Rail drauf, nehmt eure Arme auf der Rail schon ein bisschen nach vorne, eure Schultern ein bisschen eindrehen und dann springt ihr nur noch kurz weg von der Rail und dann habt ihr schon den Frontside 180 off. Nun zeige ich euch noch einen Cap One-On, das heißt ihr fahrt Switch auf die Rail oder die Box drauf zu, springt ab. Dabei ist es ganz wichtig, dass ihr eure Arme mitnehmt zum Schwung holen. Ihr springt ab, nehmt eure Arme mit und versucht dann aber wieder im 50-50 sozusagen über die Rail drüber zu fahren.
Natürlich gibt es noch viel, viel, viel mehr Tricks, die man mit dieser Rail üben kann. Und das war jetzt nur eine ganz kleine Auswahl, die ich euch gezeigt habe. Aber ich denke mal, jeder kann für sich dann seine Tricks machen, die er vielleicht lernen will, für die nächste Saison machen will. Und es ist einfach eine super, super Sache, wenn man eben neue Sachen lernen möchte. Und deswegen finde ich das einfach das perfekte Sommertraining für Snowboarder. Ich bin mir sicher, das geht auch mit Skiern, dass man vielleicht, keine Ahnung, ein Skateboard teilt und dann auch diese Schläuche darüber macht, dann kann man das bestimmt auch mit den Skiern machen. Da bin ich mir eigentlich sicher, das müsste man dann halt mal ausprobieren. Ich hoffe, euch hat mein Tipp gefallen und vielleicht baut ihr euch ja mal auch selber so eine Rail. Wie gesagt, es geht wirklich, wirklich schnell und es ist das beste Rail-Training überhaupt. Also ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, der sein Gym einfach verbessern möchte. Und mir ist es auf jeden Fall gelungen und ich habe damit wirklich viel, viel, viel lernen können. Und ich kann es wirklich jedem ans Herz legen. Und kommende Woche kommt sogar 2 Videos von mir, auch wie ihr euch im Sommer für Surfen, für Snowboarden fit halten könnt. Und da könnt ihr auf jeden Fall schon gespannt sein und ich freue mich auf jeden Fall mega, wenn ihr wieder einschaltet. Wenn euch das Video gefällt, könnt ihr gerne einen Daumen hoch geben und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei, wenn ich euch zeige, wie man vielleicht auch einen Backflip mit dem Snowboard lernen kann im Sommer. Macht's gut! Woo!